Drei Eifler Jungs haben mit ihrem Unternehmen Saftmaxe ihren Traum verwirklicht. Eine eigene hochmoderne Saftpresse. Die Maschine häckselt und presst mehr oder weniger die Äpfel durch, erhitzt das Ganze. Auf 78 Grad macht es somit dann mindestens ein Jahr haltbar. Dafür braucht es jede Menge Äpfel, die von den Obstbaumbesitzern in der Nordeifel bislang eingesammelt wurden, ohne zu wissen, wohin damit. Und das war mein Wocheneinkauf und ich sehe, wow, das Saftmaxe kommt. Und dann haben wir im Internet einfach nach einem Termin gegoogelt oder auf der Homepage. Und das ist so unproblematisch mit der Terminvereinbarung oder Buchung. Super, und dann sind wir hierher gefahren. Selbst in der eigentlich kargen Nordeifel gibt es manchmal zu viel Obst. Wir hatten in den letzten Jahren immer viel zu viele Äpfel. So, und dann macht man da halt aus Apfelkompott und man macht Apfelessig und macht Kuchen und man trocknet die Äpfel. Und man hat trotzdem immer noch zu viele Äpfel. Und dann sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir uns eine Saftpresse kaufen. Ja, dann haben wir uns mal auf die Suche begeben. Ja, und dann ist das Ganze ein bisschen größer geworden. Ich meine, das Resultat steht jetzt hier hinter mir. Der Traum aus Edelstahl und Elektronik. In diese supermoderne Anlage kommen jetzt die Äpfel rein. Erstmal auf das Sortierband. Und dann ins Wasser zum Säubern. Und so geht's weiter. Wir werden dann durch eine Schnecke nach oben befördert, ähnlich wie ein Gurkenzieher, fallen dann in den Messerkasten rein, dann kommt später das gehäckselte Apfelmus, fällt dann hinten gegen das Siebband. Das nennt man Siebband, weil klar, da muss ja Saft durch. Wird durch die große Walze als erstes gedrückt und läuft dann über die anderen Walzen weiter aus, bis der Presster sehr trocken ist. Auch das vermeintliche Abfallprodukt der Trester findet Verwendung als Viehfutter oder Dünger. Und die Menge der bisherigen Tagesarbeit zeigt, dass die Saftausbeute bislang ziemlich gut ist. Wenn wir jetzt von heute sprechen, wir haben ca. 4 Tonnen heute auf dem Plan. 4 Tonnen kann man rechnen mit 0,8% Ausbeute, wären wir bei 3200 Liter Saft, die man heute hier herstellt, genau. Den Saft wollen wir jetzt natürlich auch mal sehen. Bitteschön. Frische, geerntete Äpfel, die holen immer mehr raus. Also da holen wir auch stellenweise über 70% raus. Wenn man jetzt so einen alten Lagerapfel hat, dann ist es etwas weniger, weil die ein bisschen musiger sind. Die drei Saftmaxe-Jungs sind zwar erst seit diesem Jahr im Geschäft, aber schon ein perfekt eingespieltes Team. Viele Handgriffe sind nötig, um das leckere und gesunde Nahrungsmittel am Ende mit nach Hause nehmen zu können. Welche Birnen- oder Apfelsorte in den Saft kommt, ist egal. Die Mischung macht's. Also hier, das sind Ananas-Renette und Stern-Renette und Luxemburger-Renette. Das kommt zusammen und ergibt daraus auch den schönen Geschmack, Mischgeschmack. Das Saftmaxe-Trio legt Wert auf hohe Qualität. Wenn auch nicht zertifiziert, so ist es am Ende doch alles Bio. Und alles aus einer Hand, weil jeder der drei sein Fachwissen einbringt. Mehr oder weniger, ja. Also es macht schon Spaß. Das ist genau die richtige Kombination dafür. Auch mit dem David als Gemüsehändler, der Alex als Metallbaumeister, das ist schon ideal so. Wer kein eigenes Obst zum Pressen hat, der kann die Erzeugnisse der Saftmaxe-Mosterei inzwischen auch in lokalen Shops in der Nordeifel kaufen, zum Beispiel im Konsum in Eicherscheid. Und für alle anderen gilt: Mit der nächsten Ernte werden wir wiederkommen. Na dann, Prost!